Hallo Leute, in diesem Video geht es wieder um The Walking Dead Staffel 7 Episode 15. Dies ist mein Spoiler-Video, bedeutet, ich werde knallhart erzählen, was dort passieren wird, da die Folge erst kommenden Montag ausgestrahlt wird. Für alle, die das nicht möchten, trotzdem schon so ein paar Ideen, Anregungen haben wollen, da oben geht's zu meiner Trailer-Analyse zur nächsten Folge, wo ich halt nur so ein bisschen spekuliere, was so passieren kann. Wobei ich sagen muss, ich bin noch einigermaßen gut akkurat gewesen. Gut, der Trailer macht's halt nicht schwer und so wie die Folgen aktuell aufgebaut sind, ist leider sehr, sehr, sehr vieles sehr vorhersehbar und trotzdem wollte ich hier nochmal die Spoilerwarnung raussprechen. Hier wird's jetzt darum gehen, was passiert mit Maggie und Gregory, wo er doch scheinbar ein Messer zückt, was passiert bei der Oceanside-Kolonie, was ist mit Rosita, die ja scheinbar aller Wahrscheinlichkeit nach eben von Dwight, sag ich mal, auf ihn trifft. Die beiden treffen aufeinander und wie drücke ich das jetzt richtig aus? Ja, was passiert dort eigentlich und was ist letztlich mit Sascha? Wird uns da irgendwas gezeigt? Auf all diese Fragen möchte ich jetzt eingehen. Nun, fangen wir an mit Maggie. Das habe ich letztes Mal auch gemacht in dem Video. Nun, Maggie ist im Gespräch mit Gregory. Sie bleibt halt zurück. Die beiden unterhalten sich und es sieht ja sehr, sehr, sehr stark danach aus, dass Gregory sie angreifen will. Jedenfalls verrät das so ein bisschen der Teaser. Und wie ich geahnt habe, versucht man uns hier in gewisser Weise in so eine falsche Unsicherheit zu wiegen, denn im Endeffekt überlegt er sich, sie umzubringen, also er denkt darüber nach, dieser Drecksack Gregory, aber im Endeffekt hat er nicht den Mut dazu, vielmehr sieht es so aus, dass Maggie ihn um Hilfe bittet, sagt, du pass auf, falls hier irgendwelche Beißer sich nähern, kümmere dich drum und ja, sie will einfach nur kurz weiterarbeiten, so wie ich das jetzt verstanden habe. Im Endeffekt nähert sich tatsächlich ein Zombie und kaum kommt es fast zur Konfrontation, schreit er wie ein kleines Mädchen um Hilfe, denn er hat noch nie gegen einen Beißer gekämpft. Nun, weiß ich nicht genau, wie es dazu kommt, dass er dann auch im Endeffekt Blut im Gesicht hat, aber das würde das vermutlich erklären, dass hier in seiner Nähe scheinbar ein Zombie getötet wurde. Dann geht es weiter mit Rick Grimes und seiner Gruppe, die sich auf den Weg zur Oceanside-Kolonie macht. Sie benutzen tatsächlich die Sprengsätze, die sie auf der Autobahn mitgenommen haben, um die ganzen Frauen, die dort leben, halt an einem Ort zu versammeln, okay, um sie alle zusammenzutreiben, was scheinbar auch ganz gut funktioniert. Auf der anderen Seite treffen sie dann Natania und ihre Nichte Cindy. Cindy ist diese kleine junge Frau, die sich mit Tara so gut verstanden hat. Und die treffen auf diese beiden und letztlich kommt es zu so einer Unterhaltung und Auseinandersetzung, in der auch Natania scheinbar Tara ins Visier nimmt, aber das bringt im Endeffekt nichts, weil sie dann wieder ausgenockt wird. Nun sieht es aber so aus, dass sich auch viele Leute aus der Oceanside-Kolonie sich Rick Grimes anschließen möchten, um Negan und die Saviors zu bekämpfen, doch wird das nichts, denn Natania sagt schlichtweg nein, auf keinen Fall. Sie legt ihr Veto ein und die Leute folgen ihr letztlich. Trotzdem übergeben sie all ihre Waffen. Bedeutet, wir haben die Folge 6 gesehen, so nervig sie auch gewesen sein mag für viele Zuschauer. Es waren viele Waffen. Bedeutet, Rick ist endlich soweit. Ich meine, es wird auch Zeit bei Episode 15. Danach bleibt nur noch eine Folge. Bedeutet leider, die Folge wird im Wesentlichen nochmal ein letztes Mal grob Vorbereitung. Und es ist schon so vieles absehbar, was dort passiert. Es ist halt, seien wir ehrlich, schon so ein bisschen schlauchend irgendwo jetzt von Folge zu Folge so ein bisschen, immer nur so ein kleines bisschen was zu erreichen. Und wie das Ganze nun aber ausgespielt wird, ist die große Frage. Denn im Wesentlichen hoffen wir ja alle, dass dann Rick Grimes und Co. letztlich Negan angreifen. Warum sammeln sie sonst diese ganzen Waffen? Nicht, um sich zu verteidigen. Nein, sie wollen angreifen, sie wollen ihn ausschalten, sie wollen die Welt zu einem besseren Ort machen. Was übrigens der Grund ist, warum Cindy sich, obwohl sie sich anfangs von Tara verraten fühlt, am Ende ihr dann doch verzeiht, eben weil sie die Welt zu einem besseren Ort machen wollen. Und ja, das ist eigentlich im Wesentlichen alles, was es um Rick Grimes und Co. zu wissen gibt, außer, dass sie dann natürlich abends heimfahren und, wie geahnt, eben hier auf Rosita treffen. Diese erwartet sie schon am Tor und erklärt Rick, pass auf, Rick, wir haben Besuch. Und dieser Besuch ist niemand Geringeres als Dwight. Alle haben es erwartet, alle haben es kommen sehen. Wir haben schon lange darüber spekuliert, dass er ein Verräter ist. Seien wir ehrlich, es liegt nicht zuletzt daran, dass er das offensichtlich eben auch schon in den Comics getan hat. Also Negan verraten und es hier eben wiederholt. Denn wir hatten jetzt oft genug schon Hinweise in der Serie, dass man auch so hätte darauf spekulieren können, wie er mit Negan umgeht, wie Negan mit ihm umgeht, was mit Sherry passiert ist, dass er dort noch gelogen hat und ja, dass er da einfach auch nicht so sonderlich glücklich ist. Nun sieht es aber so aus, dass zum Ende der Folge scheinbar Rick Grimes, irgendwie kommt es zu einer ganz kurzen Unterhaltung, aber das bringt letztlich nichts, weil Rick dann schnell seine Waffe auf seinen Kopf richtet und damit geht die Folge zu Ende. So ein bisschen blöd und ärgerlich gemacht, wie ich finde, weil man versucht hier nochmal Spannung immer nur in die nächste Folge mit reinzubringen und
uns dazu zu bringen, guckt die nächste Folge. Aber ich denke, wer so weit geschaut hat, für den sollte das selbstverständlich sein, da nun das große Finale dieser Staffel folgt. Und ich will noch mal ganz kurz erwähnen, dass die finale Episode die 99. Walking Dead Folge sein wird. Und auch das ist ein Thema, auf das möchte ich noch eingehen, mache ich aber vermutlich eher in einem separaten Video. Denn zuletzt will ich jetzt noch über Sascha sprechen. Wir erinnern uns, Sascha hat Rosita ausgetrickst und rennt alleine in das Sanctuary, um Negan zu töten. Das ist ihre Mission. Ein Gebäude, das sie absolut nicht kennt, in dem sie noch nie gewesen ist, in dem sie keine Ahnung hat, wie viele Saviors dort drin leben. Und nun rennt sie dort rein, tötet draußen 1, 2 Leute und was glaubt sie, wird dort passieren? Ich meine, na klar, es ist nachts, aber wenn dort auch nur irgendeiner sie hört oder was mitbekommt und vielleicht eine Leiche sieht, sind alle urplötzlich alarmiert. Woher will sie wissen, wo Negan in dem Augenblick steckt? Der könnte ja überall sein. Ob er in seinem Schlafgemach ist, bei seinen Frauen, in seinem Harem oder weiß Gott, sich mit Eugene zusammensetzt und eine Runde zockt oder sowas. Das kann man ja nicht wissen. Gut, wer bin ich schon, all das in Frage zu stellen? Auf jeden Fall wird Sascha gefangen genommen. Das zeigt auch schon so das erste Teaser-Bild. Okay, es gibt auch immer wieder Bilder, die AMC veröffentlicht. Und man sieht sie in einer Zelle. Ihr geht es übrigens deutlich besser in dieser Zelle als dem guten alten Daryl, der ja nackt ausgezogen und mit Hundefutter gefüttert wurde. Das war so ein bisschen eklig, das passiert alles nicht. Und nein, auch kein Easy Street. So wünschenswert das für manche auch wieder mal wäre. Und was für eine wunderbare Erheiterung das noch zum Ende dieser Staffel gewesen wäre. Aber nein, es gibt keine Easy Street. Nein, sie wird nicht gefoltert. Aber es passiert Folgendes. Und zwar wird es gefährlich für Sascha ganz kurz. Es nähert sich ein Savior, um nach ihr zu sehen. Sein Name ist David und all das passiert bereits auch schon in den Comics, deswegen ahnen das viele und es kommt eben wie in den Comics. Ein Savior mit dem Namen David nähert sich ihr und sie bittet um ein Glas Wasser. Achso, ich will ganz kurz erwähnt haben, bevor ich das vergesse, in den Comics. Wenn ich es richtig im Kopf habe, existiert Sascha in den Comics gar nicht. Ich bin ja noch nicht so weit, aber sie existiert dort gar nicht und dort handelt es sich um eine Holly, die übrigens mit Abraham zusammen war. Und hier ebenfalls gefangen genommen wird und dann passiert eben genau diese Szene mit David, der rankommt und sie bittet um ein Glas Wasser und David bietet ihr dann dieses Glas Wasser an, sagt, okay, du kriegst es, ne, aber dafür will ich auch etwas und letztlich geht's um Sex oder beziehungsweise eher um eine Vergewaltigung an dieser Stelle und während das beinahe schon soweit ist, kommt Negan dazwischen, verbietet das, die Regeln verbieten das und ja, die Bestrafung folgt auf den Fuß und er rammt ihm ein Messer in den Nacken. Armer David an dieser Stelle irgendwie, naja, vielleicht verdient, nicht verdient. Das ist immer so ein bisschen eine, immer Gewalttat und dann Bestrafung hinher. Ich will Vergewaltigung nicht verharmlosen, bitte nicht falsch verstehen, um Himmels Willen, okay? Ich finde, dafür sollte es weltweit hier viel, viel strengere Strafen geben. Sowas darf auf keinen Fall passieren. Oh, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber hey, wir sind in Walking Dead, okay, deswegen sage ich mal so, das ist alles jetzt so eine Auslegungssache. Letztlich wird David hier umgebracht und wie es dann mit Sascha weitergeht, wird gar nicht allzu sehr erklärt. Stattdessen kommt hier noch Eugene auf sie zu, mehr als einmal und unter anderem erklärt er ihr, warum er sich nun Negan angeschlossen hat. Ich will es jetzt nicht zu sehr vorweggreifen, letztlich liegt es eben an seiner Angst vor dem Sterben und vor dem, was Negan getan hat, aber das soll er euch dann in der Folge ein bisschen mehr erklären. Vielmehr bittet Sascha ihn um Hilfe, denn es sieht nämlich so aus, dass Negan von Sascha will, dass sie sich ihm anschließt. Ja, wegen ihrer unglaublich großen Eier, die sie bewiesen hat, als sie dort reingerannt ist, will er sie zu einem seiner Top-Lieutenants machen, dass sie wirklich für ihn arbeitet und naja, sie hat Angst davor. Also scheinbar erklärt sie sich anfangs irgendwie dann doch bereit und sagt, ja, okay, ich mach das. Aber sie will natürlich nicht Rick und seinen Leuten irgendwie schaden oder all sowas. Und deswegen wendet sie sich an Eugene und bittet ihn um Hilfe, all das zu beenden. Bitte denkt ganz kurz darüber nach, okay? Sie will, dass es aufhört. Sie will, dass es endet. Hier ihre Gefangenschaft, diese Gefahr, was auch immer. Kommt euch das bekannt vor? Erinnert euch das zufällig an ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. War das Cheater, ich habe den Namen vergessen. Ich meine auf jeden Fall eine von diesen Frauen von Negan, diese junge Blondine, deren Lover dann das Gesicht verbrannt bekommen hat. Und wir erinnern uns an sie. Und für sie hat ja Eugene, ihr erinnert euch, die Suizidpillen erstellt, gebastelt, hergestellt. Und ja, Sascha bekommt dann genau diese, damit es aufhört. Das Problem ist, sie hat offensichtlich mit was anderem gerechnet oder etwas anderes erhofft, denn sie will sich so in diesem Sinne nicht umbringen, sondern hat vielmehr darauf gehofft, vermutlich jedenfalls, dass er ihr eine Waffe bringt, mit der sie
dich umbringen kann, aber vermutlich eher nochmal versuchen würde, Negan umzubringen. Andernfalls würde es keinen Sinn machen, dass sie vielleicht eben wütend, wenn nicht sogar sauer wird und sich deswegen aufregt. Aber das war zumindest so ihr letzter Versuch. Das Problem ist nun folgendes, meine Lieben. Auch wenn hier nichts steht zu Episode 15, was genau mit ihr dann noch am Ende passieren wird, außer dass sie eben sauer ist zuletzt, ahnen viele, dass ihr genau dasselbe Schicksal ereilt wie dem der lieben alten Holly aus den Comics. Die kennen wir jetzt nicht, ist ja auch gar nicht wichtig, aber ich werde jetzt hier erzählen, was damit passiert und was das eventuell für das Finale bedeutet. Und das, meine Lieben, ist ein Auftakt, den ihr jetzt vielleicht noch nicht wissen wollt, darum solltet ihr jetzt abschalten, falls ihr das nicht wollt. Ansonsten zu Folge 16, ich gucke gerade noch, wie lange das Video schon geht, zu Folge 16 ist es so, dass Holly bzw. Negan nähert sich dann den Saviors. Das Problem ist, habe ich jetzt fast vergessen, laut den Spoiler-Informationen hat Negan von einem kleinen Vögelchen erfahren, dass Rick, Grimes und die ganzen Leute sich alle bereit machen, gegen ihn zu kämpfen. Aber von wem kann das sein? Scheinbar machte sich Gregory bereit, sich auf den Weg zu begeben zum Sanctuary, tat dies in der Folge aber nicht oder tut dies in der kommenden Folge nicht. Und deswegen muss das Rick irgendwo anders herhaben. Aber woher ist die Frage? Keine Ahnung. Ich habe noch überlegt und überlegt, könnte er das von Eugene wissen? Die Antwort ist schlichtweg nein. Warum? Weil Eugene entführt wurde und erst danach sich Rick Grimes entschlossen hat, gesagt hat, okay, wir kämpfen gegen ihn. Und erst danach war er bereit dazu, diesen Schritt zu gehen. Also, woher weiß Negan das? Das steht hier nirgends, keine Ahnung. Und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, aber vielleicht Dr. Carson? Eventuell hat er irgendwas ausgeplaudert, wäre saudämlich, aber kann ja sein. Nun macht er sich bereit und das bedeutet natürlich auch, er ist vorbereitet. Und in den Comics passiert nun Folgendes. Holly, die erst gefangen genommen wurde, wird nun nach Alexandria gebracht. Das bedeutet aber auch, dass Ricks Angriffsinitiative völlig in die Hose geht, wenn jetzt Negan dort auftaucht und die Leute, Rick und Team Family hier überrascht. Und man hat Holly, sprich dann Sasha, wohl einen Beutel, einen Sack, wie auch immer, über den Kopf gestülpt und bringt sie ans Tor und sagt, ey, komm, ich will nur reden, sagt Negan. Und bringt dann eben Sasha scheinbar oder Holly eben im Comic, ich bleib mal jetzt mal bei Holly, das ist leichter, weil das schon passiert ist, bringt dann Holly ans Tor und übergibt sie dann so und sagt, okay, komm, geh rein, alles cool. Und Rick ist dann so, okay, dann können wir jetzt reden, wo sie in Sicherheit ist. Und das Problem ist aber, dass Holly schon getötet wurde, bereits ein Beißer war und kaum nimmt man ihr die Tüte ab, greift sie an. Und das schockiert alle und in dem Moment greift Negan an. Bedeutet, er bringt den Krieg nach Alexandria. Und ich sage ganz im Ernst, das ist etwas, das ich irgendwie in gewisser Art erwartet habe. Nicht unbedingt, dass er jetzt natürlich hier Holly bzw. Sasha dann an die Tore bringt, aber dass er den Krieg nach Alexandria bringt und dass unsere Gruppe es nicht gelingt, trotz all der Vorbereitung und all der Vorhersehbarkeit, dass es ihnen nicht gelingt, Negan zu überraschen und anzugreifen. Und das finde ich frustrierend, das finde ich eigentlich wirklich einfach nur ätzend. Und trotzdem wird das natürlich hoffentlich für ein gewisses Maß an Spannung sorgen, dass unsere Gruppe hier angegriffen wird. Wie das Ganze ausgeht und was dort alles im Comic passiert, darauf will ich an dieser Stelle jetzt nicht weiter eingehen. Nur, dass ihr den Vorgeschmack auch schon fürs Finale bekommt in diesem Video. Wir werden dann über alles Schritt für Schritt sprechen. Ich bin gespannt, was sie für einen Teaser veröffentlichen werden nach der 15. Folge, also für das Finale. Und ja, das war's von mir zur kommenden Folge. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, die Spoiler-Informationen stellen euch irgendwie zufrieden oder nicht. Und ihr könnt mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wie euch all das gefällt, was ihr davon haltet. Und ich habe vergessen, wollte das eigentlich am Anfang des Videos fragen, wie gefällt euch das hier mit dem Rahmen? Ich habe das einfach mal jetzt hier in diese Videoaufnahme mit reingemacht und wollte mal nach eurer Meinung fragen. Gut, ich glaube, das war's von mir. Wollte ich noch irgendwas sagen? Kurz überlegen. Solltet ihr Spoiler-Informationen lieben, gebt einen Daumen nach oben und wem es gefällt, abonniert den Held. Ich danke euch fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann.